Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Smiley. Smiley. Das bin ich. Du, ne? Ja, ich. Hallo und herzlich willkommen bei Wir kochen heute mit Smiley. Okay. Okay. Ich habe gerade eben auf meinem Instagram schon exposed, dass du Alkoholliebhaber bist. Das ist alles nur zum Kochen. Nee, das kann man auch saufen. Das gute Kirschwasser. Das braucht man manchmal. Ich glaube auch. Ich glaube, du lügst. Also, Smiley macht gerade so eine Phase durch, in der er keinen Alkohol trinkt. Ich glaube aber, das ist alles nur Tarnung. Nein, ich trinke seit fast 2 Monaten keinen Alkohol mehr. Aber was ist der Plan dahinter? Digga, ich habe 30 Kilo abgenommen, 10 Kilo wieder zugenommen durch Alkohol. Echt? Ja, und jetzt wollte ich halt wieder abnehmen, ne? Und wie viel Alkohol hast du vorher getrunken? Können Nein, wir darüber mal reden? können wir anfangen zu kochen und weniger über Alkohol Okay, reden? ja. Was hast du dir ausgesucht heute? Wir machen heute Schweinekotelett. Ja. Dazu machen wir Rahmsoße, Senf und Tomaten. Genau. Dazu müssen wir auch das Grundrezept machen. Das Ja, gehört macht dazu. Sinn. Und das Fleisch wird eingelegt in eine Ach, das wird eingelegt. Weinmarinade. Okay. Das heißt, wir haken heute 3 Rezepte ab. Wahnsinn. Gut fleißig, ne? 3 von 524. Ja. Dann bleiben ja nur noch 521. Ja, und das ist ja nicht das erste Video jetzt. Das ist richtig. Ja. Ich habe auch zwei verschiedene Socken an. Fällt mir gerade auf. Siehst du, da steht Dryfit und da nicht. Ja, aber Das sonst sind heißt, sie später sehr werde ich ähnlich. am rechten Fuß schwitzen und am linken nicht. Ist auch beides von. Das heißt das? Ja, Aber Dryfit. das ist ja falsch geschrieben. Ja, es ist ja Marketing. Keine Ahnung. Ja, vielleicht schreiben die das auch nur auf eine Seite. Nein. Nein. Aber das Okay. ist ja. Da habe ich noch eine Frage zu. Ja. Das ist ja sehr auffällig, ne? Wenn das da so drauf steht. Ja. Das ist ja eher ein Thema, über das man eigentlich nicht redet, oder? Schweiß. Glaube aber einfach, jeder Mensch schwitzt an seinen Füßen, deswegen fragt man einfach gar nicht. Ja, toll. Jeder Mensch kackt ja auch. Trotzdem schreibt sich keiner auf den Arsch. Ist abgewischt. Sauber, ja. Ja, das ist ja auch was anderes, Mike. Ach so. Ja, Ja, lassen lass wir das uns mal so starten stehen, zu dass du kochen. hier deine alkoholfreie Phase hast, ne? Und da nur Wasser drin ist. Was ist denn in deinem Glas, Mike? Ich sag nicht, dass ich alkoholfrei unterwegs bin. Ah, okay. Also Ja, ist bei egal, mir, was bei mir drin also ist. ich würde ja jetzt wirklich gerne euch zeigen, dass das nur Wasser ist. Du riechst nichts, Ach Mike. ja. Riecht aber nach Wasser. Okay, zeig mir mal die Koteletts. Ich will die Koteletts sehen. Und da kommen wir schon zu einer kleinen Überraschung. Du hast gar keine Koteletts. Doch. Okay. Die müssen ja eingelegt werden. Richtig. Hast du die schon eingelegt? Ja, weil das muss 2 Tage Finde ich ziehen. gut. Also dann haben wir einen Schritt weniger, den wir zu Genau. machen haben. Das heißt, ein Rezept von diesen dreien habe ich mit Thomas gemacht vor 2 Tagen. Hast du das gefilmt? Ja. Sehr gut, Mike. Gucken wir mal kurz rein. Thomas, da bist du ja schon wieder. Ja, moin Mike. Wir machen die Marinade schon mal. Smiley kommt in 2 Tagen. Das Schweinefleisch mit Salz einreiben. Ich bin ein bisschen zu hungrig hergekommen, glaube ich. Das ist aber nicht für dich, das ist für Smiley. Ja, das wird mir auch gerade klar. 250 Milliliter trockener Weißwein. Das dauert ja ewig. Therese. Weißweinessig. Als nächstes kommen 3 halbierte Knoblauchzehen da rein. Je 70 Gramm in dünne Scheiben geschnittene Karotten und Zwiebeln. So, Knoblauch ist drin. 2 Lorbeerblätter. 1 Teelöffel Thymian. Basilikum. Salbei. Jetzt machen wir da 5 Wacholderbeeren rein. Und das macht den Unterschied am Ende. Oh, ist eine große. Oh. Das riecht jetzt schon geil. Ja? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das echt nice ist später. Gab es schon Frischhaltefolie, als dieses Kochbuch verfasst Ja. wurde? Ja. So, dann stelle ich das jetzt in den Kühlschrank und dann holen wir das in 2 Tagen wieder raus. Soll ich es mal rausholen? Hol's mal Ja, raus. raus. Darf ich jetzt gucken? Jetzt darfst du gucken. Oh, du hast Reisdorf? Willst du eins? Nee, ich trinke ja keinen Alkohol. Ach ja, ich vergesse immer, dass die Kamera an ist. Stimmt. Fuck off, Mike. Das ist mit Zwiebeln und Vielleicht Möhrchen schimmelt das auch einfach jetzt schon. Und Knoblauch. Okay. Und Das riecht verschiedene aber fein. Kräuter, die ich vergessen habe. Ja? Ja. Und es ist halt Weißwein, ne? Okay. Ich trinke aber keinen Alkohol, Mike. Das wird ja alles verfliegen. Der Alkohol verfliegt beim Okay. Kochen. Okay, gut. So,
Genug Schabernack. Die Schweinekoteletts mit Haushaltspapier trocknen tupfen, Öl im Bräter heiß werden lassen, dann je 2 bis 3 Koteletts nebeneinander von beiden Seiten 3 bis 4 Minuten darin anbraten, wenn sie braun sind, herausnehmen und beiseite stellen. Hast du einen Induktionsherd? Wenn du das so weitermachst, dann ist das auffällig mit dem Alkohol. Mann, das glaubt mir kein Mensch mehr, dass ich dich trinke. Ja, ist ja auch so. Mike, hör auf mich zu ärgern. Rate mal, was diese schwarzen Kügelchen sind. Pfefferkörner. Nein. Berberitzebeeren. Was? Was hat er gesagt? Lass mich mal. Wacholder. Ach, Wacholderbeeren. Kennst du? Ja, natürlich. Ich nicht. Digga, ich habe echt schon eine Menge gekocht in meinem Leben. Ja? Zusammen. Ja. Aber nur für Videos oder auch so? Nee, auch so. Aber wie oft kochst du denn so? Also momentan so nie. Ja. Bestellen. Ja, seitdem ich alleine wohne, tatsächlich sehr viel bestellen. Aber früher habe ich echt so 2-mal die Woche mit meinem Vater gekocht. Viele denken auch, also ich bin unbegabt, absolut. Siehst du? Beim Kochen jetzt oder allgemein? Ja, nee, beim Kochen. Ja. Also allgemein auch, aber beim Kochen ganz besonders. Ja. Und künstlerisch bin ich auch sehr, sehr unbegabt. Weißt du vielleicht? Nein. Es gibt eine Videoreihe von Dima, Falco und mir, wo ich Sachen zeichnen musste. Und wenn ich verkacke, muss ich sie essen. Ja. Digga, ich habe, glaube ich, kein einziges Video irgendwie gewonnen. Und was war das Ekligste, was du dann essen musstest? Boah, Digga, da gab's viel. Ich erinnere mich an ein Video, das ist aber, glaube ich, von Rob. Da hast du dich sehr lautstark aufgeregt über Sülze. Boah, ja. Nein! Warum tut ihr mir das an? Warum tut ihr mir das an? Was ist das? Sülze! Warum Sülze? Warum? Digga, Sülze ist aber auch was echt Ekliges. So, 2. Wir sollten 3 braten erstmal. Okay. Weil so, ah, fuck, oh. Ist das heiß, Alter. Okay. 2 halbe Knoblauchzehen. Die sollen ja eine gleichmäßige Bräune haben auf beiden Aber die Seiten. Kommen ja auch noch in den Ofen, ja. Genau. Okay, dann tue ich die 3 hier schon mal rein einfach. Ja, und sie können leicht überlappen gerne. Die sehen gut aus, ne? Ja. Mein Papa sagt auch immer, du musst mit den Ohren kochen. Merkt ihr das mal? Bisschen eklig. Warum? Ja, da hast du so ganz ölige Ohren danach. Du sollst nur zuhören, du Arsch. Halt's Maul. Okay. Sieht das gut aus für dich? Oh, das sieht wunderschön aus. Ich bin ja auch ein Butterfreund, deswegen... Mach einfach mal, ja. Ja. Ich vertraue dir da. Danke. Also beim Autofahren würde ich dir weniger vertrauen mit deiner Alkoholsucht. Du bist schon ein paar Mal bei mir mitgefahren und ich bin ein sehr guter... Das stimmt eigentlich, ja. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Nee, das stimmt. Du hast sogar schon in meinem Auto geschlafen, während ich gefahren bin. Das ist auch richtig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Habe ich geschnarcht? Soll ich sagen? Ja, sag's. Nein. Okay. Okay, und was passiert hiermit jetzt? Das kippen wir gleich hier drüber und dann kommt es in den Ofen. Und dann warten wir? Dann warten wir 25 bis 30 Minuten. In der Zeit können wir aber schon den Rest machen. Aber perfekt, dann möchte ich ganz kurz mal auf den Balkon gehen, frische Luft schnappen. Weil Smiley nicht nur keinen Alkohol trinkt, sondern auch nicht raucht. Richtig. Okay, nein, das mit dem Rauchen ist eine Lüge und das wissen die meisten Leute auch. Aber ich trinke keinen Alkohol. Hast du ganz viel Spaß? Ich habe ganz, ganz viel Spaß sogar. Ich auch. Boah, Mike. Oh. Schmabutzli-tastisch, Alter. Und das kommt jetzt hier rein? Das kommt jetzt da rein. Dann müssen wir ja jetzt die Rahmsoße machen, weil das hier ist ja schon anrichten. Ja, genau. Rahm mit Salz und Pfeffer 8 bis 10 Minuten in einem kleinen Topf bis auf 1/4 Liter einkochen. Der hier sieht doch schön aus. Ja. Der ist doch wunderbar. Wenn du ihn so rumhältst, wird alles rauslaufen. Wo kommen die Geräusche gerade her? Ach, nicht aus der Tube. So viel kann ich dir sagen. Aus deinem Ohr, ne? Du kochst wieder mit dem Ohr. Ja. Wir haben Tomatenmark mit Senfpulver gemischt. Sieht cool aus, aber es wird immer mehr. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Ja. Nein! Ich pack das jetzt einfach da rein. Ja. Ne? Wow! Es riecht. Boah! Cool. Boah, das sieht krass gut aus. Boah! Köstlich. Wahnsinn. Okay, das soll jetzt noch 3 bis 4 Minuten aufkochen. Ja. Ich stelle einfach mal einen Timer auf. 3. Okay. Ich glaube, die nehmen wir raus, oder? Ja. Oha, das war knapp.
Da hätte ich jetzt fast was Dummes gemacht. Aber nur fast. Falls ihr euch fragt, warum ich immer dahin gucke, anstatt dahin, da hängt ein Bildschirm und ich sehe mich selber. Ich weiß nicht, ob man das bei Mike weiß, aber das verwirrt mich. Summa summarum juckt aber im Endeffekt niemanden. Dann brauchen wir wahrscheinlich eine Gabel und ein Messer. Guck mal, hier ist... Ich habe gerade ein Messer von Mike in seinen Mülleimer befördert. Muss ich das jetzt benutzen? Nein. Danke. Ey, ich muss jetzt probieren. Ja. Darf ich? Probier mal. Probier mal? Ja, er hat's gesagt. Okay, das Fleisch ist ein bisschen dolle durch, glaube ich. Hat es gerade gequietscht? Ja. Und das heißt dann... Ist zu dolle durch, ja. Sehr lecker. Ja? Und nicht versalzen. Ja, für deinen merkwürdigen Geschmack. Der ist ja vom Alkohol komplett verfälscht. Ist gut, ne? Mhm. Weißt du, dass ich immer die Soßen besser finde als das Gericht an sich? Mhm. Fühle ich die Aussage, ja. Das Einzige, was ich an Koteletts halt nicht mag, ist dieses Knochenthema, Digga. Ja, ja. Weil das so nervig ist, da drumherum zu schneiden und so. Aber Alter, ist einfach lecker. Ich frage mich auch, wie viel vom Geschmack diese Marinade ausgemacht hat. Ich finde, man schmeckt den Wein schon ein bisschen raus. Ne, ein sehr angenehmes Gericht. Finde ich gut. Und ein sehr angenehmer Gast. Ein sehr angenehmer Kanalbetreiber. Oh, bin ich das? Mhm. Ah. Bon Appetit! Was überlegst du? Gar nichts. Du? Auch nichts. Ich bin meistens hohl. Im Kopf? Mhm. Ach so. Ja.